eigentlich gerne gemeinsam deutscher Meister geworden auf Schalke. Wir haben leider nur den Vizemeistertitel geholt. Aber damals hat er gesagt, wenn wir in Dortmund gewinnen und Meister werden, dann verkaufe ich Bratwürste auf der Autobahn zurück nach Gelsenkirchen. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, man muss halt die Konstellation noch mal ganz kurz erklären. Das war 2007. Ihr habt in Dortmund gespielt, habt da verloren. An dem Wochenende Stuttgart war vorletzter Spieltag an euch vorbeigezogen und dann damit war der Titel verspielt. Ja. Was hast du damals gemacht? Man muss wirklich sagen, ich habe es nie gesagt. Ich habe es nur so gesagt, wie gesagt, es war nach dem Spiel in Mainz, wo wir gewonnen hatten und wir hätten dann das Wochenende das Spiel in Lüdenscheid und da fragte mich ein Journalist, also was ist denn los, wenn ihr am Wochenende gewinnt, seid ihr Meister in Lüdenscheid? So, wenn wir Meister werden in Lüdenscheid, dann gehe ich sogar zu Fuß nach Hause. Und leider, ich meine, nachher kann man sagen, ob das falsch war oder weiß ich nicht, aber ich sage, ich werde es immer noch sagen, weil ich meistens gegen den Lüdenscheid immer gewonnen habe und deswegen war es so schade, dass wir an dem Tag einfach ein scheiß Spiel abgeliefert haben. Sorry nochmal, Kinder. Mistspiel abgeliefert haben und leider nicht geschafft haben, Meister zu werden. Und ich kann nur sagen, Herr Slomka, es tut mir leid. Ich bin schuld. Also. Weil du jetzt die ganze Zeit immer das Wort Dortmund vermieden hast, immer Lüdenscheid gesagt hast. Wie sehr lebst du denn selber diese Derby-Rivalität mit dem BVB? Also ich meine, wenn die Schalke-Fans mich kennen, dann kennen mich meine Derbys. Also ich kann die Saison so schlecht spielen, wie ich war. Wenn es um Derbys geht, da war ich immer da. Und ich meine, wenn man, ich lebe ja in Mal und wenn du zum Bäcker gehst vom Derby, der Bäcker sagt, also ich will am Wochenende was sehen. Und dann, wenn ich auf dem Platz bin, dann muss er sagen, dann laufe ich am Hoch. Wenn es wirklich das Spiel ist, weil ich meine, am Anfang habe ich das nicht verstanden, was das ist. Ich war am Anfang auch dahin gefahren, weil ein Freund von mir, Autoado, da gespielt hat. Aber wenn du jahrelang in so einem Verein spielst und du weißt, wie die Fest das Leben, was das wirklich ist, wirklich für so einen Verein zu spielen, dann muss das, es ist so. Und es ist aber so, ich weiß, die mögen mich nicht. Ich weiß, dass ich nicht geliebt werde da und ich mag die auch nicht. Und das ist einfach so. Und das ist ja so. Steht da, glaube ich, demnächst mal wieder an, gell? Ja, aber ich muss sagen, Respekt, was sie da aufgebaut haben. Da ist ein System dahinter, die spielen gut und ich hätte mir das gewünscht, dass wir dann auf Schalke irgendwann so spielen. Übrigens, du hast mit Klopp mal gespielt. Wir haben da mal so ein altes Oh, der Dings hat mich zusammengetreten. Ja? Oh. Ja, in Mainz. Oh. Der hat mich zusammengetreten. Der war richtig der Klopper. Aber richtig, der Klopper. Aber es war schon angenehm, gegen zu spielen. Ja. Also man sieht auch schon entsprechende Entschlossenheit im Blick. Es gibt ja so ein paar Dinge irgendwie, die die Schalker Fußballseele bewegen. Ich weiß wahrscheinlich, hier nervt es die Leute irgendwann noch immer wieder, dieses 2001. Aber es ist halt nun mal eines der prägendsten Momente überhaupt in der deutschen Fußball-Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, für einen waren die ganz besonders tragisch. Wir haben den Freund ja auch kurz gesehen. Ihr Freund, darf man gleich sagen, Rudi Assauer, der Manager, den Sie ja, glaube ich, auch sehr, sehr lieb haben. Haben Sie im Moment Kontakt? Sie sind ja jetzt wieder zurück auf Schalke, haben Sie schon Gelegenheit gehabt, ihn zu besuchen? Leider haben Sie es vor? Leider noch nicht, aber Kontakt ist da. Ich habe Kontakt zu seiner Tochter halt und fährst wahrscheinlich demnächst nochmal hin. Ja, oder? Klar, dann muss ich da hin. Und es ist einfach so, dass es. Ich meine, ich habe Manager sehr viel zu verdanken. Ich meine, ohne den wäre ich nie auf Schalke gelandet. Ich weiß damals noch, als wir uns getroffen haben, es waren sehr viele Vereine, die mich haben wollten, aber seine Art und Weise, wie er war. Es war damals auch in meinem Herzen, wo viele Vereine nicht wussten, ja, sag mit deinem Herzen müssen wir gucken. Und er kam rein und sagte, Junge, ist egal, was wir wollen nicht haben. Ist egal, was mit deinem Herzen ist, wir wollen nicht haben. Und diesen Vertrauen war einfach da. Und wir haben uns, der hat wirklich, ich habe sehr, sehr oft Ärger von ihm bekommen, wenn ich Mist gespielt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich in seinem Büro war. Aber ich wusste aber, dass er für mich da ist. Ich war auch vor dem, ich habe Probleme und er ist ein Macho. Ja. Aber der hat auch wirklich Gefühle. Und ich hatte auch mal Stress mit meiner Frau und er war für mich da. Er hat mir Ratschlag gegeben und nachher dann weiß ich, wie man mit Frauen umgeht, wie ich vorhin gesagt habe. Aber kommt also alles vom Rudi. Ja, aber er war einfach ein Mensch und man konnte immer zu ihm gehen. Und es tut einfach sehr weh, dass so ein starker Mann leider so jetzt so erkrankt ist. Aber wie gesagt, ich habe diesem Mann sehr, sehr viel zu verdanken, muss man sagen. Und
man kann ja auch sich an schöne Erinnerungen festhalten. Und wir haben eine ganz besondere Szene rausgesucht, nämlich Rudi Assauer, Gerald Asamoah und ihr Background-Chor mit einem unvergesslichen Lied. Tausend Freunde, die zusammenstehen. Sieht, ne? Meistens habe ich ja ein Mikrofon in der Hand. Yeah. Und bei Feiern von Schalke war immer sehr schwer. Manager wollte immer ein Mikrofon haben. Ich wollte, wir haben gekämpft. Weil er wollte singen und ich wollte singen. Obwohl wir beide nicht so gut singen können, aber wir haben gekämpft und meistens hat er gewonnen, weil er der Chef war. Aber es war so, wir haben gern gesungen und es war immer schön, wenn wir zu was zum Feiern hatten und er war immer auf der Bühne mit mir. Und eines haben wir ihm noch die zu verdanken. Ich finde einen der coolsten Spitznamen in der Fußball-Bundesliga, nämlich Blondie, hat er erfunden für dich, ja, Blondie. Ja. Wir haben uns da mal eine kleine Animation ausgedacht, so könnte das gemeint sein. So. Apropos Blond, ein richtig, richtig guter Kumpel von dir, der ist naturblond und dazu aktuell einer der erfolgreichsten Fußballer überhaupt. Er ist amtierender Trippelsieger. Er ist die Nummer 1 der deutschen Fußballnationalmannschaft und hier natürlich auch bestens bekannt, denn er kommt hier aus Schalke, Manuel Neuer. Ja, als erstes fällt mir ein, dass es ein Freund von mir ist und eine gute Freundschaft da auch besteht und dass er ein sympathischer Kerl ist, auch bei den Leuten sehr gut ankommt und dass er aber nicht nur so spielt, sondern er wirklich auch so ist. Natürlich war er schon ein Vorbild, auch durch seinen Werdegang, wie er da auch Profi geworden ist, durch viel Arbeit und was ich gerade schon erwähnt habe, da war er schon ein Vorbild. Gerald ist ein schlauer Kerl, er saugt viel auf an Informationen und entwickelt sich da immer weiter und ist einer, der nie aufgibt und der immer weitermacht und dementsprechend traue ich ihm da schon das ein oder andere Amt noch zu. Ich glaube, er weiß ja selber, dass er jetzt nicht mehr der Fitteste ist, also er ist schon fit für sein Alter auf jeden Fall, aber ob er jetzt der Mannschaft weiterhelfen kann, ich denke, durchs Kommunizieren und da vielleicht durch Motivation, aber ich meine, wir haben jetzt 2 Spieltage hinter uns und man sollte da nicht den Teufel an die Wand machen. Geht es natürlich um die erste Mannschaft. Wie eng ist die Freundschaft mit Manuel Neuer und wie sehen Sie seine oder wie siehst du seine Entwicklung? Ja, sehr gut. Also wir verstehen uns sehr, sehr gut und schreiben ja meistens WhatsApp und klar waren sehr, sehr viele Schalke-Fans sehr, sehr sauer, als er wegging. Und ich glaube, Sie haben ihm heute zum Teil auch verziehen. Ist sehr schwer. Also ich glaube, viele nicht, aber ich meine, wenn man als Spieler denkt, muss man auch verstehen, warum er das gemacht hat. Und er ist ein Freund von mir und ich weiß schon, dass er wirklich im Herzen noch richtig Schalker ist und das ist die Hauptsache. Und wir verstehen uns sehr, sehr gut und ja, wir haben schon lustige Sachen erlebt. Und du hast ja schon gedacht, du kommst um eine Geschichte rum, ne? Hast du gedacht, aber... Also nee, ist noch nicht fertig? Nee, natürlich nicht. Nee. Eine haben wir noch, Manuel Neuer. Gerald wollte mich eigentlich mal beraten, also er wollte mein quasi Spielerberater werden und hat es mir angeboten, mich zu beraten, aber eigentlich aus dem Jux heraus. Da war ich auch gerade frisch bei den Profis dabei und er wollte natürlich einen Deal daraus machen und ja, davon profitieren, aber ich habe dankend abgelehnt. Hattest du ein gutes Näschen aber, ja? Ja, also ich sag es, der Manu war ja als junger Spieler, wenn du oben hinkommst, bist du sehr nervös und zurückhaltend und er kam auf den Platz und Torwart und er hat die Bälle mit links außen und ich so, was ist das für ein Typ, das kann doch nicht sein. Und er war so locker und wir haben uns ja wirklich sehr gut verstanden und haben dann damals ein Angebot gemacht und meinte, Manu, ich werde dich gerne jetzt kaufen und managen und später weiterverkaufen. Dann meinte er, ja, okay, also, aber dann muss mir jetzt dein ganzes Vermögen, was du jetzt hast, mir geben
und später kannst du meinen haben. Und ich habe gesagt, nee, lass mal lieber sein. Aber im Nachhinein hätte ich es gemacht. Ja, da wäre ich nicht hier sitzen, da wäre ich, ich weiß nicht, wo ich wäre. Hawaii. Ja, Hawaii, Gelsenkirchen, Hawaii, Miami. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden, dass es so ist. So, und gleich wollen wir natürlich hier im Audi Star Talk unbedingt noch klären, ob Gerald Asamoah eines Tages vielleicht Präsident sogar auf Schalke wird. Wer weiß, gleich mehr.